Was geht ab, Ladies and Gentlemen? Herzlich willkommen zum Teambuilding-Video für den 9. Spieltag der GPL Season 8. Meine Damen und Herren, ihr seht im Hintergrund noch einmal mein Team. Und dann würde ich sagen, ohne groß um den heißen Brei herumzureden, schauen wir mal nach, mit wem wir uns dieses Mal prügeln dürfen. Es gibt das Rematch gegen Timo aka Razer und sein Team Soulstealer. Hinrundenkampf ist optimal für uns gelaufen. Deswegen bin ich mir sehr, sehr sicher, dass Timo sauer auf mich ist. Und ja, richtig hart reinböllern möchte. Also ich gehe von einem Offensivspektakel aus. Dementsprechend wird es ein bisschen tricky, was wir dagegen so... Ja, was wir dem so entgegenzusetzen haben. Wir können ja mal kurz über seine Switches quatschen. Er hat alle vier genutzt. Im A hat er Kapukime rausgeworfen gegen Polaros. B ist... Ja, was ist in B passiert? Das wird euch Timo am besten erklären können. Deswegen schaut auf seinen Kanal vorbei, was da vorher im B war. Ich habe keine Ahnung mehr. Alola Raichu... Ach, wir können es vergessen. Doch, Baldorfisch und Galaarctos. Genau, die waren da vorher. Jetzt ist da ein Alola Raichu und ein Golgantes. Und auf beide habe ich so Semi-Bock. Aber das seht ihr dann gleich. Ja, bevor wir uns die Teamübersichtsgrafik anschauen, wagen wir mal einen kleinen Blick auf die Tabelle, damit... Ja, uns allen bewusst ist, wie wichtig dieses Match eigentlich so für uns ist. Okay, hier ist die Tabelle. Da wir letzte Woche gegen Blocky gewonnen haben, haben wir keinen Progress gemacht. Im Sinne von, wir sind einen Platz nach oben geklettert. Aber wir haben Progress gemacht, was die Distanz auf die unteren Ränge betrifft. Ja. Da wir gegen Timo spielen und er sich auf Rang 3 befindet, mit 3 Punkten über uns, sprich ein Sieg hat er mehr als uns. Nee, ein Sieg hat er mehr als wir. So ist es richtig. Heißt, wir müssen quasi gewinnen. Loki spielt gegen Barry parallel gegeneinander, sprich Platz 2 gegen Platz 4. Ja. Sprich, wir haben Platz 2 gegen Platz 4 und Platz 3 gegen Platz 5. Wenn wir verlieren sollten, haben wir bereits 6 Punkte Rückstand auf dem Aufstiegsplatz. Und das wird sehr, sehr schwer, wenn das so passieren wird. Wenn wir gewinnen, werden wir safe Dritter. Da wir A, eine bessere Differenz als Timo haben werden und eine bessere Differenz als der Verlierer zwischen Barry und Blocky. Deswegen, dieses Spiel ist übertrieben wichtig und wenn wir gewinnen, reichen 4 Niederlagen für den Aufstieg. Da ich ja dann auch noch gegen Barry spielen muss. Klar, wir müssen bis da noch alles gewinnen, so. Aber in der Theorie ist es auch wichtig für... Ah, ich bin der Einzige mit 4 Niederlagen, merke ich gerade. 4 Niederlagen reichen dann für den Aufstieg. So, also wir haben es immer noch selbst in der Hand. Alright, dann schauen wir uns doch mal an, was ich übertrieben Angst habe, beziehungsweise sehr, sehr viel Respekt. Ich erwarte bei ihm ein sehr, sehr offensives Team, beziehungsweise ich bezweifle auch, dass er die Bizarro-Maschine fahren wird. Einfach wegen Geschehnisse aus dem Hinspiel, wo wir mit Eisenkugel Milotic um die Ecke gekommen sind und mal kurz die ganze GPL-Meta verändert haben. Kappa. Also was ich auf jeden Fall sehe, ist Alola Raichu und Kapuriki, weil Alola Raichu sieht übertrieben gefährlich aus für mein Team. Ja, ich habe Serahura, aber er könnte ja auch sowas wie Psychic fahren. Und hat er noch vor einen Nessie-Plot rausbekommen, ist im Elektrofeld, dann kann der übertrieben abgehen. Weil abseits von Serahura hätte ich nur Nidoking als Switchen. Aber Nidoking predicted er einmal, kommt ein Psyshock, Psychic, dann ist Nidoking auch schon weg. Also Alola Raichu ist übertrieben gefährlich für mein Team. Kapuriki erwarte ich auch in so einer Supporter-Variante. Ich glaube, dass er... Ja... Also ich erwarte Verhöhner,
auf Kapuriki oder Zoroark, da ich wieder mit vielleicht denselben Kera Pendra Liede wie aus dem Hinspiel. Vielleicht ist das so und da wäre halt ein schneller Verhöhner gut gegen mich, beziehungsweise ich merke gerade, Zoroark ist langsamer als Kera Pendra. Kapuriki-Lied mit Verhöhner erwarte ich. Beziehungsweise kann ich mir halt denken. Auf der anderen Seite, ich touch ihn halt mit Gift-Tip und Erdbeben, ist halt die Frage, ne? Und ja, ich erwarte halt nicht mehr die Worst-Case-Sets gegen mich, weil das beeinträchtigt nur meine Spielzüge. Aber die beiden sich, Kapuriki und Alola Raichu, weil Alola Raichu, Jungs, der im Elektrofeld mit Rising Voltage, lass ihn ruhig Leben abgeben. Der one-hitted alles und jeden. Ja, und das ist halt scary. Wir müssen halt echt darauf achten, dass wir den nicht free positioning geben, ne? Alles klar, was erwarte ich noch? Tentoxa und Porygon 2. Tentoxa erwarte ich einfach, weil ich leg Stachler und er hat Turbodreher. Durch Turbodreher bekommt er seine Stachler weg. Also die auf Seiten. Meine Stimme hat sich wieder verabschiedet. Also die auf seiner Seite legen. Und er kriegt halt den Speedboost. Und wenn er den Speedboost bekommt, ist er schneller als Victini und Seraora. Und dann kann er Scald spammen. Wäre kacke, sprich da müssen wir auch so ein bisschen aufpassen. Es wird ähnlich sein wegen dem Blocky. Wir müssen sehr, sehr vorausschauend denken, weil ich möchte ihn nicht for free den Turbodreher drücken lassen. Ja, darum geht's mir. Also das ist noch P2 ist, kann eigentlich auch immer mit. Halt so sein Sponge. Und ja, im Hinspiel, ich habe den auch kaum wegbekommen. So. Selbst ohne Evolit tankt der. Es ist eine Frechheit, was der tankt, auch ohne Evolit. Jo, das zu den Vierer-Squad. Vielleicht auch wieder ein offensives P2, wie er es gegen Pop gefahren ist, aber ja, dann ist es halt so. Weil vermutlich, ja, jetzt ist halt so die Sache. Golgantis ist übertrieben scary, weil Steinpolitur. Mein einziger Erdbeben-Switch-In, also Immunität, sagen wir es Immunität, ist Bronzong. Ja, was hat Golgantis noch als zweiten Typ? Typ Geist. Gut, das trifft leider auch Bronzong sehr effektiv. Sprich, Bronzong hat wieder kein leichtes Leben gegen ihn und da ist noch ein Knogger und ein Zoroark. Die auch ein bisschen Pressure anspricht. Keine Ahnung, was für eine Antibiere ich den geben soll. Vielleicht kommt der auch erst gar nicht mit. Klar, Fruyal ist auch ein Erdbeben-Switchen. Aber ein Poltergeist möchte er auch nicht tanken. Und wenn ich Fruyal mitnehme, habe ich ein Mon, was von einem Kagoron komplett gewallt wird. Und Kagoron erwarte ich diesmal wirklich bei ihm. Durch den könnte man eigentlich auch zu erwartet packen. Das Ding ist, ich habe Victini, ich habe Seraora, kann sein, dass er es dann doch nicht mitbringt. Aber er müsste ihn mitnehmen, weil ich könnte ja Bauchtrommel Sabayone spielen. Dieses Kargoron war das einzige Mon, was mich davon abgehalten hat, Bauchtrommel Sabayone zu bringen. Wenn er es nicht mitbringt, bin ich sauer. So, als nächstes haben wir Alola Knogger. Wenn P2 Bizarrom hat, wird, wenn, dann Alola Knogger mitkommen. Alola Kokowai glaube ich nicht, dass er ihn bringt. Nicht nach der Schmach, den Alola Kokowai erleiden musste, Spieltag 2. Ey, wenn, dann wird es Alola Knogger sein. Und ja, wie im Hinspiel auch, der geht theoretisch durch mein ganzes Team im Trick Room, aber wir preppen uns halt drauf. Zoroark erwarte ich auch. Leider. Ich hoffe, der kommt nicht mit, aber der ist halt eine perfekte Antwort gegen Victini. Der ist schneller als Victini. Stab, Finster Aura. Weg. Fraglich. Also die einzigen beiden Mods, die fraglich sind, sind Polaros und Alola Kokowai. Kikli sehe ich auch irgendwie mit Entlastung im Elektrofeld. Kann der durchaus ein bisschen Wirbel machen. Worauf ich mich auch gepreppt habe, um ehrlich zu sein. Aber ich sehe halt andere Mods mehr als den.
Ja, das zu Timo. Bei mir Kagama, Seraora, Kerapendra und Victini müssen mit. Einmal bei Victini. Ich habe mit Wahlband gekalkt. Hat mir gefallen. Kagama. Also, ich habe es gegen Glocki schon gesagt. Der sieht irgendwie mittlerweile besser aus in meinem Team, einfach weil der verhindert Ghost Spam. Betrifft die Geistertypen sehr effektiv und der tankt auch viel. Ja, Seraora, ich kann mich nur wiederholen, man hat Seraora kein Matchup. Und genau, Kerapendra, das sieht Kerapendra, sieht wieder sehr, sehr gut aus gegen ihn. Bei vielleicht Sabayone, als Bauchtrommelset kacke, vielleicht als Klebenetz-Supporter. Milotic. Vielleicht mit Eisenkugel, nicht Spaß. Eisenkugel war ein One-Hit-Wonder. Das muss einmalig bleiben. Ich habe es für einen Moment considered. Aber nee, das muss einmalig bleiben. Kyurem kann mit, why not? Und Bronzong. Ja, der ist gut, aber Golgantis haut den halt weg. Nein, danke. Eigentlich ist es nur Fruyal, den ich halt nie auf dem Schirm hatte. Nidoking war kurz dabei. Pandago war auch nie dabei. Ja, wahrscheinlich Kikli, Close Combat, Alola, Raichu, Rising Voltage, Bam, Kapuriki, Zauberschein, Bam. Ja. Anyway, ich zeige euch mal jetzt den Sechser, der es richten soll. Alright, diesmal habe ich es so gemacht. Unten Timo sein Kader und oben nochmal mein Kader. Einfach ist für die Gesamt... für den Gesamtüberblick vielleicht besser. Wenn das Fenster zu klein ist oder so, sagt gern Bescheid in den Kommentaren. Aber ich finde, das passt eigentlich so. Aber wir fangen jetzt mal an. Also, Kerapendra, Fokusgurt. Ach, das ist 1:1 das gleiche Set wie aus der Hinrunde. Einfach weil Stachler sieht halt unfassbar gut gegen ihn aus. Denn Kapuriki, Alola Knogger, Temtoxa, Alola Raichu. Auf die nehme ich gern den Stachler-Chip mit, der auch wichtig ist für meinen Gameplan. Fokusgurt, Temposchub als Fähigkeit, Erdbeben, Notsituation, Ausdauer und die Stachler halt. Ne? Nochmal kurz. Der Vollständigkeit halber, viele waren, wie gesagt, ich habe mitbekommen, dass sich ein paar gewundert haben, hä, wieso spielst du Ausdauer auf Fokusgurt-Mon? Ja, hat einfach den Grund, dass, falls ich den noch aufbewahre, und der angechippt ist durch Voltwechsel, Boilhelm Damage, generell der hat einen Angriff gefressen oder Kehrtwende. Dass ich ihn halt trotzdem nochmal reinschicke, so Mid-Game oder Late-Game. Ich drücke einmal auf Ausdauer, ich tank den Hit mit 1 KP, krieg den Temposchub-Boost, outspeedet zu einer hohen Wahrscheinlichkeit dann das Mon, was mir gegenüber liegt. Und ich krieg dann trotzdem nochmal eine Notsituation raus. Erdbeben oder nochmal Stachler. Also, ich finde Ausdauer eigentlich echt logisch auf den Set, beziehungsweise auch voll gut. Ja, das zu den Kollegen. Gespeedcreept auf Zoroark. Dann haben wir Wahlband Victini, my boy. Das Set sah anfangs so aus. Ich habe wirklich nur V-Create gebraucht. Ich mache auf alles und jedem mehr als 50%. Dann wechsle ich raus, mache irgendwas, wechsle ihn irgendwann wieder rein, drücke V-Create. Ah, dann so ein paar Szenarien. Ja, der Bolt Strike wäre doch ganz schick. Für Kaguron Temtoxa. Quick Attack für den Fall der Fälle, dass ich mal eine starke Prio brauche. Und ja, U-Turn, weil geht immer. Speed Creepen konnten wir nicht. Das Temtoxa hat auch 100. Deswegen war das hier relativ leicht und genau, Wahlband, V-Create, Two-Hitted bis One-Hitted, alles aus seinem Team. Das ist das Set, auch wenn der alles und jedem umböllert, soll der eigentlich nur vorbereiten für Seraora, der dann Late-Game alles cleart. Weiter geht's mit Wahlgards Kyurem. Hatte ich glaube ich in der Hinrunde auch dabei. Sieht auch gut aus gegen sein Team. Gefriertrockner, Eisstrahl, Draco, Meteor und Fokusstoß. Ja, 1:1 die gleiche Aufgabe wie Victini. Reinkommen, einen Knopf drücken, rauswechseln oder sterben lassen. Je nachdem, wie das aussieht.
Dann haben wir noch Seraora mit der Schuhgebäre, dass wir das 1-on-1 gegen Golgantis gewinnen, falls der nicht die Anti-Undi-Speere trägt. Und generell, ich bin halt nicht so gut gegen Erdbeben abgesichert. Aber, ne, wie bereits in meiner Hinrundenanalyse gesagt, es ist mir egal, wenn ich meinen Gegner wegböllere, bevor er mich wegböllert. Und ja, Schuhgebäre halt als Absicherung. Plasmafäuste, Abschlag, Knotler, Close Combat war Nahkampf. Ich glaube, in der Hinrunde war es Strauchler, weil er dann noch Ihornio hatte. Hat er jetzt nicht mehr, deswegen Nahkampf. Der Split ist so, dass wir sind gespeedtreaked, ja? Also wir sind angepasst auf ein Kapuriki, was gespeedcreeped ist auf Kerapendra. Ja. Weil im Hinspiel hat er sein Kapuriki auch eher defensiv-Setup-mäßig gespielt. Deswegen, ja, erlaube ich mir einfach mal, das auch jetzt auszunutzen, beziehungsweise zu machen, dass, wenn er Kapuriki mitnimmt, wird das höchstwahrscheinlich auf Kerapendra speedcreepen. Sprich, auf diesen Speedcreep haben wir gespielt. Ach, ihr wisst, was ich meine. Deswegen kann ich den hartes Wesen spielen, das Bulky. Und ja, mal gucken. Wenn es nach hinten losgeht, haben wir wieder was Neues gelernt. Jo, und dann meine beiden Backbones, Milotic und Kollege Kangama. Milotic diesmal nicht mit der Eisenkugel, sondern wirklich Full Fistev, weil der wichtig ist gegen Alola Knogger. Der ist weiterhin gefährlich gegen mein Team. Und gegen Kikli. Ansonsten Siedewasser, Flipturn heißt Rollwende, Toxin, Genesung mit der Citrobeere. Warum Citrobeere und nicht Leftovers? Dass ich das Item verbrauche und der mich nicht mit Poltergeist angreifen kann danach. Deswegen die Citrusbeere. Flipturn hat sich lange mit Eisstrahl gestritten. Eisschal hätte ich eigentlich, wenn dann nur gegen Alola Kokowai drauf, aber ich habe Victini und Kyurem dagegen und Knuddler. Und ich glaube nicht, dass er mitkommt. Deswegen Flipturn für Slow Momentum auf einen von den beiden. Das ist, glaube ich, mehr wichtig als der Eisstrahl. Ja, das habe ich alles erklärt, oder? Ja, doch. Ansonsten noch Kangama. Der Split ist wieder cool. AV, Scrappy, um Geister zu treffen. Mogelhieb, Tiefschlag, Fassade und Erdbeben. Fassade, ne, falls er mich, keine Ahnung, toxinisiert. Der Split ist so, dass wir Alola, Raichu's, Rising Voltage, also es ist ein Two-Hit, aber den tanken wir gut. Selbiges auch mit Kapuriki. Und ja, also dass wir halt nicht aufgeschmissen sind gegen Alola Raichu. Alola Raichu macht mir wirklich Sorgen. Der kann durch mein Team gehen. Und die 84 Attack Investments sind dafür da, dass wir Alola Raichu mit der Kombination aus Mogelhieb und Tiefschlag rausnehmen. Das ist meine Absicherung gegen Alola Raichu. Der Rest ist einfach nur Coverage bzw. Eventualitäten abdecken. Ansonsten Fake Out, also Mogelhieb und Tieflag ist gut gegen Golgantis, gut gegen Alola Raichu, gut gegen Alola Knogger. Deswegen sieht Kangama hier eigentlich auch wieder hervorragend aus. Mehr habe ich nicht zu sagen. Drückt mir die Daumen, wie bereits erwähnt, schaut bei Timo vorbei, sein Teambuilding. Und dann freue ich mich auf den Kampf und wir sehen uns morgen wieder. Drückt mir die Daumen und haut darin. Hofter in.